Na, das ist doch schön. So geht's gleich richtig los. Mit einem Gefängnisausbruch. Mal wieder. Aber diesmal nur zwei. Na, das ist doch was. Da freut man sich doch. Zum Glück sind gleich drei in der Nähe, die hier in der Nähe. Hey, uns ist wieder da. Verjüngt. Angeblich. Shark will gerade füttern. So, Shark. So eine Waffe? Nein! Nein! Oh, Shark. Wir haben niemanden mit Tieren hier. Wo ist Jaroslav, wenn man ihn mal braucht? So. Dann macht mal das und ihr macht mal das. So. Nein. Wir machen Melee. Na bitte. So. Niemand von uns verletzt? Geil. So. Das ist der wohl erfolgreichste Gefängnisausbruch aller Zeit. Karl Ranseil. Ist tot. Er starb beim Versuch, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich suche mir dann das Inspired Taming und nichts Gescheites für uns. Das wäre sehr praktisch, wenn wir was Gescheiteres kriegen würden. Hallo, wie gut bist du denn? Du bist ein Tiergott. Jetzt müssen nur noch die Thrambos vorbeikommen und dann können wir zwei Thrambos tamen. Oder wir holen uns einen Grizzlybären. So, was ist euch eigentlich jetzt widerfahren? Ein Ohr abgeschossen vielleicht gerade? Nein, wahrscheinlich nicht. Könnten dem neue Lunge geben. Einfach so, weil wir so nett sind. Wir haben noch nichts rausgenommen bei euch, gell? Wir können da eine kaputte Lunge raus... Ha! Können da eine kaputte Lunge rausnehmen und vielleicht wieder einbauen. Dann ist sie vielleicht heil. Das wäre ja spannend, wenn das ginge. Kidney lang. Ich sollte vielleicht mal, bevor ich die Sachen rausnehme, schauen, ob ich nicht vielleicht jemanden von denen will. Das wäre vielleicht spannend. Ich glaube, ich habe mich zuletzt nicht entschieden, ob ich... 40 schon ein Herzproblem. Eieiei. Stimmt, ich hatte mich nicht entschieden, ob ich die will oder nicht. Gut, den nicht. Der macht nichts für mich. Aber der war halt irgendwie interessant. Und der mit Great Memory? Problem ist, er macht halt nichts für mich. Er wird halt Koch vielleicht. Naja, man muss nicht alles behalten, was man kriegt, was man findet. Man muss nicht alles behalten, was man so findet. Wo ist denn hier ein Übungsarzt? Jesse? Warum verhungerst du? Warum verhungert Jesse? Du bist Jesse. Warum kann ich da? Ich würde sagen, du gehst jetzt was essen. Und guten Morgen. So. Work. Wo ist denn hier wer, der Doktorn tut? So, Omens, du bist wieder entbunden von deiner Doktortätigkeit. Doch nicht, Surgery.
Operationstätigkeit. Jesse? Doll? Hallo. Ihr dürft operieren. Ich hoffe, dass wir sonst niemanden haben. Ah, es wäre jetzt blöd, wenn wir jemanden von uns haben, dem wir noch was reinstecken wollen. Das klingt falsch. Stoll operiert. 90% Erfolgschance. Na, schauen wir mal, was das wird. Erfolgreich wird das. Ich würde sagen, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber umso besser. Wow, und wie das Spiel heute läuft. Ich merke einen Unterschied zwischen Geschwindigkeit 1 und 2 zumindest. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Hilft so ein Windows-Neustart vielleicht in solchen Fällen wirklich manchmal? Verrückt. Verrückt. Was wird Ihnen als nächstes anfallen? Man weiß es nicht. Muscle Parasites? Ach. Thatcher, was machen wir eigentlich mit dir? Wir wollen dich offenbar haben. Undergrounder, Bodymodder, viele Interessen, jung, größtenteils gesund. Ja, ja, kann man so nehmen. So, Übungsärzte dabei, offenbar erfolgreich zu sein. Ah, verrückt. Gut gemacht. Nicht. Auch das ist gut gegangen. Auch wenn ich jetzt nirgendwo sehe, das Organ, das du hoffentlich entnommen hast. Aber ach so. Weil die Lunge kaputt ist, können wir sie zwar raus... es war jetzt nicht Harvest, sondern Remove. Ups. Entschuldigung. Naja. Der Übungsarzt. Hat geübt. Wieso kriegen wir hier dauernd Krankheiten? Und wieder erfolgreich? Ich weiß es ja gar nicht. Hallo. Haben wir da noch was zu tun? Nö. Verrückt. Wir sind gut mit diesen Operationen mittlerweile. In dem Zusammenhang. Dann wird es hier aus. Bin eigentlich recht zuversichtlich, dass die das ganz gut hinkriegen, auch mit Level 14 und 15 jetzt. Von Waltz mit seinem allem, was er hat. Mit seinen Super Bionic Teilen. Gut. Warum liegt der weil wegen der Regale. Ich erinnere mich. Was mache ich mit diesem hässlichen Raum hier eigentlich? Apropos, fehlt mir hier nicht noch irgendwie ein Bett oder so? Oder war mein Gedanke... Bauen wir halt noch ein paar. Build Copy. Da werden schon genug Brauchbare dabei sein. Und die nächste Frage ist, wollen wir unsere Gefangenen nicht mit irgendwie... Es ist wahrscheinlich sinnvoll, mehr kleine Gefängnisse zu haben als wenige große, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn das wirklich mit dem Ausbrechen dann nach Gefängnisräumen funktioniert. Schwierig.
könnte hier quasi das Militärgefängnis, Krankengefängnis machen. Das richtige Gefängnis mit Einzelhaft und so weiter woanders. Hm. Allerdings wäre dann das Problem, dass sie halt 1000 Türen aufmachen müssen, wenn sie zu den einzelnen Gefangenen wollen. Was passiert, wenn man hier offen lässt? Können die dann rübergehen? Beziehungsweise gehen sie dann rüber? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mir das so anschaue. Aber wenn ich hier offen lasse, würden sie wahrscheinlich rauslaufen, oder? Das wäre eigentlich logisch. Hm. Hunde sind hier nur am Lebens Einzelnahrung runtertransportieren. Auch nicht ideal. Hm. Gut. Da ist ein toter Fuchs. Hm. Das Problem ist, da geht niemand hin von meinen Tieren. Also der würde nie abgeholt werden. Hey, es heiraten wieder welche. Oh, du machst kein Hauling, glaube ich. Mhm. Aber du Hauling. Ach, Waltz. Wenn du das notiert hast. Hm, mach du das halt, Sky. Hier fehlen, glaube ich, noch ein bisschen Bionik hast du. Nicht durch uns. Ist schon so geliefert worden. So. Aber vielleicht sind wirklich Gefängnisse so in der Größe mit vielleicht 5 bis 6 Gefangenen jeweils das Optimum. Hm. Oder man nimmt den Gefangenen Arme und Beine ab. Und gibt ihnen dann, naja, Holzbeinchen. Für die Tributkollektoren oder wen auch immer. Das ist erlaubt den Ärzten und vor allem die, die man behält. Masterwork. Die man behält, die kriegen ja sowieso bionische Teile. Man muss halt nur im Vorhinein gut planen, dass man genug Bionik hat. Damit das Ganze sinnvoll wird und aufgeht. Hm. Das wäre dann so ein Planungsaufwand wieder für mich, den ich nicht eingehen möchte. Aber an sich war das die Idee. Dann sind sie A langsam und B können keine Waffen aufnehmen und nicht kämpfen, nicht zurückkämpfen. Sie beißen dann vielleicht. Aber auch da könnte man das. Ja, aber dann essen sie vielleicht nichts. Hm. Das wäre natürlich schon ziemlich brutal, wenn man das jetzt auf irgendwas Realistisches umlegen möchte.
Apropos, was passiert jetzt, wenn wir das so machen? Dann schläft ein Hund hier im Gefängnis. Ai. Fruchtlos, diese Tiere. Fruchtlos. So, wer von euch hat jetzt kein Bett mehr, Pig? Wir wollen Pig auch nicht drüber schleifen, offenbar. Du sollst nicht clean, du sollst Pig quasi gefangen nehmen. 60 auf dem... Um Gottes Willen. Und wir wollen dich nicht mal. Warum wollen wir? Ach ja, weil du Pyro bist. Ach. Warum musst du Pyromane sein? Das wärst du so schön. Können wir das nicht irgendwie austreiben? Und Pflanzen? Das ist, was wir brauchen. Was hilft dir alles nichts? So, wie wär's, wenn du was anderes machst? Wie zum Beispiel, du machst keinen Doktor und deswegen... Du machst Doktor und Dinge. So, wie nah bist du am Sterben? Wen haben wir gerade eigentlich? Dich. Ein Schuss. Ein Fall. Ach je. Fallen so schnell. Muss ihn nur ins Bein schießen. Hey, Badger. Willkommen im Club. Wo bist denn du? Badger. Bist du aber schnell weggelaufen. Okay. Was machst du für mich? Was machst du nicht für mich? Warum habe ich dich? Das war mein Plan. Na dann, nimm dir mal das. Machen das, das. Das ist auch immer gut. Wie sehr möchte ich, dass du mit Tieren arbeitest? Was möchte ich, dass du sonst machst? Craften. So, wir haben bionische Arme, wir haben keine bionischen Beine. Das ist mein großes Problem momentan.
So. Damit du nicht mehr klagen kannst, dass wir nichts für dich tun. Was machst du für uns? Badger. Was machst du für uns? Was machst du für uns? Also das ist immer überall gleich, das machst du nicht. Bei Handel muss ich was vorschieben. Okay. Moment, habe ich das? Das ist Train? Okay. Sollte das auf wahrscheinlich 4 stehen? Wahrscheinlich, sagen wir mal wahrscheinlich dazu. Badger. Hand. Irgendwann muss das ja lernen. So, Repair. Ah, das sollte wahrscheinlich. Machen wir das erst so. Repair. Construct, ich glaube, da ist er wie die anderen. Das heißt, Rohstoffe liefern uns und Zeug, ja. Und das ist okay für mich. Mining, das solltest du gerne machen. Grow and Harvest. Life war vielleicht kein gutes Muster. Badger. Grow and Harvest. So. Pflanzen schneiden. So, refine. So. Nein, das solltest du lieber nicht machen. Und Research bist du auch eher, nennen wir es mal, unfähig. So. Jetzt beim Handling. Will ich, dass du das eher machst als was anderes? Nein. Ich möchte das fast schon so. Notfalls kann ich es aufstellen. Einzig, das sollte eine 2 sein. Gut. Dann speichern wir doch gleich mal. Man weiß ja nie. So. Und du ziehst dich jetzt um. Machst du mit Tieren was? Du machst vielleicht was mit Tieren. Wahrscheinlich nicht. Wir werden es ja sehen. Du läufst auf jeden Fall weite Wege, um dich schön zu machen. Inspire Trade. Maverick, 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 Maverick. Du bist hier richtig gut. So, du brauchst auf jeden Fall eine Waffe. Ich sollte meine Waffen anders lagern. Porter.
Hauptsache den Raum schön machen, egal was da liegt. Ich sollte irgendwo wahrscheinlich die Waffen auch lagern, die ich gerne hätte, dass sie verwenden. Hier sollten nur noch wenige Waffen liegen, das stimmt doch. Ist das wirklich nur eine, so eine Rifle? Ist das das Beste, was wir dir anbieten können? Ist halt so. Ach ja, und das machen wir erst, wenn du die Augen schließt. Und dich für ein Schlafzimmer entschieden hast. Conversion, wen denn diesmal? Makai. Sehr schön. Wollen wir dich? Dich wollten wir. Ja. Oder? Ja, du hast noch all deine Sachen in dir. Das heißt Recruit. Gut. Und jetzt bin ich kurz am Überlegen, ob ich nicht so ein Doppelgefängnis, also zwei Gefängnisse haben möchte. Was ich auf jeden Fall haben möchte, sind mehr Tische. Wahrscheinlich sollte ich, wenn ich so drüber nachdenke, das Holz hier in Regalen lagern. Dann machen wir das langsam schrittweise. Hey, Badger macht sich schon bezahlt. Auch wenn er komische Wege geht. Copy Settings. Hey, Settings. Und haben wir versagt beim Bauen. Na, da machen wir es. Stellen wir sie da. Stellen wir sie da so hin. Damit noch ein Weg zum Vorbeigehen bleibt. Und wie man es halt so macht, steht das Regal vor der Lampe dann. Ich könnte die Regale natürlich auch... Eigentlich habe ich ja recht. Es wäre ja schöner, wenn die symmetrisch neben der Tür stehen. Das Auge spielt mit. Oh, ich habe hier eh noch gute Tische.
Gut. Dann hätten wir das mal alles in Auftrag gegeben. Guck mal. Freude wird groß. Vielleicht ist sie sogar schon groß. Aber was ist das schon so genau? Jetzt warten wir, bis Sachen gebaut werden. Mein liebstes RimWorld-Spiel. Und wir haben wieder jemanden. Wen haben wir denn diesmal? Gut, dich wollen wir nicht. Deswegen haben wir dir schon alles entnommen, was wertvoll ist. Wie man es halt so macht. So. Das ist eher auf Critical. Ach, Hund, du bist zu schnell. Haben wir noch eine Conversion oder habe ich das gerade noch nicht weggeklickt? Nachlässig, nachlässig. Ich könnte sowas hier noch stehen. Damit jemand, der hier mal rumhängt, nicht den ganzen weiten Weg zurückgehen muss. Das ist Service. Und hier gilt eigentlich Ähnliches. So. Ich glaube, ich kann zwei vielleicht schlachten. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes, wenn wir das tun. Wir haben das Menschenfleisch da oben gelagert. Und was machen wir damit? Ist das quasi nur das, Owens Privatvorrat? Oder wollen wir das vielleicht auch noch irgendwie nützlich verwenden? Verwerten. Macht vielleicht Sinn, hier Kippel zu basteln. Wenn hier schon das Menschenfleisch liegt. Reinstall. Schieben wir es mal darauf. Und dann überlegen wir mal, wie wir das besser machen alles. Und ob es sinnvoll ist, das Holz tief zu frieren. Ich finde, da kann man geteilter Meinung drüber sein. Wo haben wir denn Marble Wall? Das heißt, wir machen das so. Da können wir einen Tischlern hinstellen. Machen wir da die Tür auf.
Ist hier irgendwo noch eine Tür? Nö. Damit wir sowas da auch irgendwo haben. So, macht das von der Größe hier irgendwie Sinn? Soll das überhaupt noch mehr Aus- und Eingänge haben? Sollte es nicht vielleicht größer sein? Vielleicht. Ach, das Alpaka. Oh, es kann nicht zu viel Shit. Es kann nicht so viel größer sein. Gut, dass ich auf die darauf dann doch noch irgendwann geachtet habe. Ah. Okay. Dann machen wir das so. Reinstall. So, dann machen wir das anders größer. Nämlich so. Sparen uns das. Machen hier einen Ein- und Ausgang rein. Hier vielleicht auch noch einen. Bauen dann Holzböden. Mal hier. Hier. Und vielleicht hier rauf auch noch, wenn wir schon dabei sind. Weil in der Mitte macht das wenig Sinn. Dann ist da genug Platz, um das Kibbel auch irgendwo hinzustellen, wahrscheinlich. So. Alles nur, damit wir auch das Menschenfleisch zum Kimmelmachen verwenden. In dem Zusammenhang. Oder ist das eh nur auf Menschenfleisch gestellt? Nein. Ja gut, es ist eh nur auf das Fleisch gestellt, was wir... Das einzige Problem ist jetzt, dass hier die ganzen Menschen liegen. Gut, aber wir schlachten die Menschen dort. Sehr umständlich alles. Tragen sie dann hier rauf. Also das Fleisch. Verarbeiten sie hier weiter. Umständlich. Dann machen wir hier das Dach auch eins größer. Okay.
Und hier müssen wir noch die Wand schwimmen. Und wieder? Nein, es war von Gavin. Hat es nicht mal geschafft. Jemanden umzuschlagen, bevor er selbst K.O. wird. Hat er einfach in die Luft geschlagen und ist deswegen umgefallen? Left leg, Bruce, human fist. Hä? Die haben sich die Beine geschlagen. Du machst noch immer keine Medizin, Maverick. Jetzt haben wir keine Tiere, keine wilden Tiere, die cool sind zum Inspire-Themen. Wir haben keinen Händler, um das Dings zu nutzen. Inspire Trade. Bin unbegeistert. Schadbaut. Habe ich hier mittlerweile erlaubt zu bauen. Mit Level 10. Ja, warum nicht? Gut. Was sagen? Ganze Linie hier. Otter. Level 19,7. Level 19. Wir machen noch immer gute Qualitäten, ne? Ist viel zu häufig. Viel zu häufig. In Wirklichkeit macht es wahrscheinlich mehr Sinn, Sesseln zu bauen. Und ich brauche mehr Regale. Mal wieder. Mit Regalen ist natürlich. Kommt mir jetzt erst. Ich kann da nichts drüber bauen. Das heißt, wenn ich mit dem Cursor verrutsche, dann ist meine Zone nicht kaputt. Cool. Was machst du eigentlich hier? Du machst Glas. Brauchen wir mehr Glas? Offenbar. Bisschen blöd, weil unsere Stahlvorräte nicht sehr groß sind, aber okay. So, excellent. Cool. Schwach, schwach, Potter, schwach, schwach. Ich hoffe, du brauchst mehr Teile. Das ist das Problem. So, gehst du ins Bett? Badger ist im Bett, aber hat schon ausgeschlafen. Verdammt. Denken wir mal drüber nach, was wir Port alles geben. Weil das ist das Hauptproblem. Er braucht bionische Teile. Deswegen versagt er so sehr. Architect Arm. Keine Ahnung, wie viel ich habe. Na, warte mal. Du kriegst gescheite Augen. Das ist ja egal. Advanced Bionic Leg. Berlin-Rippchen.
Aber. Ah, du wirst noch fertig bauen, nehme ich an. Und wenn nicht, dann sagen wir, dass du weiterbauen sollst. Wieder nur gut. Was ist denn das hier? Sollten wir aufhören, das zu bauen? Bevor er nicht besser ist. Porter. Im Zusammenhang, dein neues Schlafzimmer ist dann hier. Für den Moment. Wieder nur gut. Was ist denn los mit dir? Haben wir wieder wen konvertiert? Das. Dir ein besseres Herz geben. Oder ein schlechtes rausnehmen. aber das war wahrscheinlich nicht in deinem Sinne. Moment, wir haben dir. War ich noch am Überlegen, was ich mit dir mache? Wahrscheinlich. Tür vor Hunger? Ja, okay, dann dürft ihr halt hier mal reingehen, ne? Gut, um Gottes Willen. Eine Stampede. Sie laufen sie alle rein. Wow. Das ist so extrem. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mir Baro. Ach Gottchen. Get over it. Porter. Owens. Du sollst nicht resten, du sollst aufstehen. Owens? Owens? Gut. Und du, jetzt kümmerst du dich erst um die Dauerkranken. Arm. Nimmst du dir Medizin? Ein Prothesenhändler, Maverick. Schade, dass du jetzt gerade da bist, aber das ist ja nicht schlecht für uns. Was ist das? Akutagam. Vielleicht kriegen wir hier noch mehr. Poor Health. Plus 39%. Ist okay für mich. Was habt ihr für mich? Wie viel Geld haben wir? Wir haben genug. Ihr habt nicht so viele coole Sachen, wie ich mir wünschen würde, glaube ich. Mining AI. Ist mir jetzt nicht so wichtig.
Naja, damit wir unsere eigenen bionischen Beine bauen können, schneller. Okay. Oje, wo landen die denn jetzt wieder? Na, könnte schlimmer sein. Ich wünschte mir, sie würden alle hier landen. Das wäre viel besser für mich, viel praktischer. Könnte ich? Könnte ich da nicht irgendwo an? Hier haben wir kein Dach. Irgendwo zumindest. Nur Strom ist halt das Problem. Nein, ich will jetzt auch keine hässlichen Stromleitungen runterwerfen. War da vielleicht? Oder da? Ja, versuchen wir es mal. Dann wird es vielleicht dahin geliefert. Ob das besser ist, ist jetzt eine andere Frage. Vielleicht. Entschuldigung. Hast du mir gerade einen Arkotec-Arm kaputt gemacht? Moment. Was? Wie ist es bei dir aus? Diese verdammten Parasiten. James, weißt du, was du machst? Was mich dazu bringt. Schedule. Work. Klein machen. Solltest du jetzt nicht operieren unbedingt. Sondern James. James. Gott, das haben wir noch irgendwo anders gelagert. Ungünstig. So, das war unser einer Arkotec-Arm, den wir jetzt hier kaputt nicht installiert haben. Cool. Cool. Und Badger muss noch einen Tag länger drauf warten, besser zu werden. Er wird es überleben. Hier haben wir ein Tier geschlachtet. Hier. Wir hätten es da schlachten sollen. Das ist nicht geschehen. Bin unerfreut. Vielleicht habe ich das falsch eingestellt. Natürlich habe ich das falsch eingestellt. Wie sind es hier oben? Wo ist hier der Penmarker da? Ich hoffe, dass da nicht noch irgendwo einer ist. Ist ein bisschen schwer zu sehen, wenn alles gehighlightet ist, aber ich glaube, das ist der einzige in dem Feld. Nun gut.
Na bitte, geht doch. Ich glaube, Rimworld ist gerade gecrashed. Es ist gerade gecrashed. Wie unglücklich. Moment. Wieso ist Unreal hier in Steam plötzlich auf? Versuch. Das war das als erstes Spiel in meiner Liste. Logisch. Na? 20 Uhr. Zu spät ist es schon wieder. Cool, 15 Minuten verloren. Cool. Cool, cool, cool. Ah, 10 Minuten. So. Gut, und du hast nach wie vor die Mechaniten. Mhm. Holz, warum bist du kaputt? Weil du dich mit irgendwem geschlagen hast. Cool, cool, cool. Das heißt, James ist jetzt der, der operieren sollte. Das ist nicht James. Gut, Porter. Neue Chance, besser zu bauen. Und es hat funktioniert. Das ist sogar besser geworden. Hat sich schon alles ausgezahlt. Badger. So, J.G. James. Weißt du, was du machst? Du bist gerade, huh? Na, du wirst schon wissen, was du machst. Wollen wir jetzt schon? Na, soll Badger erstmal aufwachen, neu. Morgen dann. Heute Porter, morgen Badger. Und übermorgen die ganze Welt. Es ist der Prothesenträgerhändler natürlich nicht da. Doof. Ey, auf einmal gelingt's. Gut gemacht, Walter, gut gemacht. Nachdem das jetzt leer ist, können wir das auf Kultur setzen. Das ist auf Important, gut. Gut, gut. So, wo ist Porter? Er bastelt weiter. Dann wollen wir das noch umsetzen. Hier hin. So. Und dann hoffen wir aufs Beste. Oh. Weitere gute Sachen, auf die wir hoffen wollen. Einmal da die Pferde reinlassen. Dann hier, wo ist dieser blöde Penmarker schon wieder? Jedes Mal. Ich setze ihn noch nicht um aus irgendwelchen Gründen. Jedes Mal suche ich den.
ihr nicht die Schlachttiere. So. Nachdem wir jetzt so viel umgestellt haben, speichern wir mal. So. James, solltest du vielleicht ins Bett gehen? Du solltest ins Bett gehen. Damit du dann hoffentlich rechtzeitig wach bist, wenn Porter ebenso ins Bett geht. Wie ist das? Jetzt macht das. Jetzt macht er seine Sache gut. Das Bett steht hier ein bisschen weit vor. Ups. So. Warte, du brauchst jetzt hier noch bis ich sage, es ist genug. Bis du ins Bett gehen willst, sondern bis James wach ist. Macht er den einen, jeden, gut, vorhin, nein, komplettes Versagen, jetzt, komplettes Gelingen. Okay, du machst Teleskop. Wir haben jetzt wieder das konvertiert, bei dem wir uns noch nicht sicher sind, was wir mit ihm machen wollen. Masterwork sogar. Jetzt haut er die Dinger aber auch raus. Bild. Weiß ich gar nicht, wo ich die hin tun soll. Jetzt stützt es wieder. Ah. Nein, stützt. Eieiei. Doch. Stützt ab. Ha! Jedes Mal die Probleme, wenn man mit dem Arbeitsspeicher und dessen Geschwindigkeit rumspielt. Jedes Mal. Das war das letzte Mal auch schon, als ich den Arbeitsspeicher verändert habe in meinem PC. Einfach zu risikofreudig, was die Timings und so weiter betrifft, offenbar. Und ich erhoffe mir zu viel von dem PC. Am Core. Nein. Naja, auf Wiedersehen, Rimbald. Nun gut, dann werde ich das mal umstellen und hoffen, dass es dann besser läuft und dann weitermachen. In 5 bis 10 bis 100 Minuten. Mal schauen.